Egal ob es um allgemeine Anliegen beim Wohnen, um eine spezifische Auskunft für ein Bauprojekt oder die Sanierung von einer Liegenschaft geht. Die ausgebildeten Fachkräfte der Energieagentur St. Gallen analysieren in der Erstberatung das Problem, suchen nach Lösungen und zeigen, wie man am besten ans Ziel kommt. Uns kann wirklich jeden anrufen. Klar, der Eigentümer hat dann eher eine Frage Richtung Systemwechsel von einer Heizung zum Beispiel. Ein Mieter kann aber auch seine Fragen stellen. Dort geht es dann halt mehr um Stromsparen zum Beispiel. Also wie gehe ich im Alltag um mit meinem Energieverbrauch? Was kann ich dort machen? Was wir auch viel haben, ist der Bereich Solarenergie. Dort fängt es auch wieder an, welches System soll ich nehmen? Was sind grobe Investitionskosten für so ein Vorhaben? Wo und wie kann ich allenfalls von Fördermitteln profitieren? Und wie gehe ich da am besten vor, um so ein Projekt anzugehen? Einem Kunden werden immer verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, sodass er selber entscheiden kann. Die Erstberatung kostet nichts und findet meistens per Telefon statt. Es gibt aber auch Gemeinden, die die Dienstleistung anbieten, in Zusammenarbeit mit der Energieagentur. Wenn die Energieberater nicht direkt Auskunft geben können, vermitteln sie Kunden an die geeigneten Fachstellen oder Partner weiter. Auf Wunsch macht ein Experte vor Ort eine Bestandesaufnahme und gibt dem Liegenschaftsbesitzer seine Empfehlung ab. Man weiss nachher genau, wie ist der energetische Zustand von der energetisch relevanten Bauteile. Ich kann dann bestimmte Massnahmen dann, simulieren eigentlich. Ich kann die Einsparungen rechnen. Ja, tut auch Kosten angeben, die auf einem zukommen würden. Tut auch eine Terminierung vorschlagen, welche Massnahmen macht man wann am besten. Es geht sehr weit. Das kann der Grundstein sein für eine Gesamtmodernisierung mit Konzept. Das heisst, die einzelnen Elemente wie die Heizung oder die Hausfassade werden nicht getrennt, sondern das Gebäude als Ganzes angeschaut. Alle Elemente werden aufeinander abgestimmt, so dass sie sich ergänzen. Jede Liegenschaft ist ein Unikat, also müssen wir es überall zuerst einmal anschauen. Vielleicht braucht es noch Dach, Kellerdecke und Fenster oder wie hier die Gesamtsanierung. Und wenn das abgeschlossen ist, kann man die neue Heizungsanlage definieren, die kleiner ist und sparsamer ist. Dass bei dieser Liegenschaft im St. Gallen Osten Handlungsbedarf besteht, ist dem Eigentümer schnell klar gewesen. Die Bausubstanz aus dem Jahr 1936 ist zwar noch gut zu Weg, sonst hat das Wohnhaus den heutigen Anforderungen aber nicht mehr genügt. Also primär war das Gebäude nicht beheizt gewesen, oder? Es hatte Etagen nicht gehabt, die einzelnen Zimmer hatten so Kachelofenmässig etwas drin, so ein Gasgerät. Relativ alt, relativ ineffizient, relativ gefährlich. Zuerst haben wir gesagt, wir müssen eine Zentralheizung machen. Und im Rahmen dieser Zentralheizungsplanung haben wir gesagt, wir müssen energetisch am Gebäude auch etwas machen, dass das eine gute Sache gibt am Schluss. Wegen dem Ortsbildschutz hat die Dämmung müssen ins Innere des Gebäudes verlegt werden. Für die Bauleitung ist das eine besondere Herausforderung. Durch das wir die Dämmung reinnehmen, müssen wir schauen, dass alle Anschlüsse, die gegen außen führen, sauber abgeklebt sind, dass eigentlich die ganze Feuchtigkeit, die sich dort drinnen bildet, nicht dann nachher in der Dämmung sich festsetzt und dort Schimmelpilzbildung hervorruft oder Kondenswasser, was zu Bauschäden führt. Mit der Innendämmung und der kontrollierten Lüftung entsteht ohne Energieverlust ein angenehmes Wohnklima. Der Umweltgedanke spielt im ganzen Bauprojekt eine wichtige Rolle. Es ist ein Renditeobjekt, das auch in 30 Jahren noch von heben sollte. Gerade bei der Erstellung eines Modernisierungskonzepts oder wenn man seine Heizungsanlage ersetzen will, kann man mit finanzieller Unterstützung vom Kanton rechnen. Auch hier weiss die Energieagentur St. Gallen am besten, welche Fördermittel in Frage kommen und bietet Hilfe bei der Antragstellung.